Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich für euch einen Standgeschirrspüler von der Firma Beko. 60 breit, 60 tief, 85 cm hoch, unterbaufähig, wie auch alle anderen Geschirrspüler mit der Energieklasse E. 12,9 Liter Wasserverbrauch im sparsamsten Programm, 13 Gedecke. Sparsames Programm bzw. das Eco-Programm dauert 3 Stunden und 25 Minuten, 49 dB. Dann haben wir hier noch einen Zusatzanschluss für die Verriegelung. Wenn der Deckel abgebaut wird, dann muss der hier hinten montiert werden. Anleitung ist dabei. Dann haben wir noch ein Lichtband hier. Der kommt unterm Gerät. Wie ihr seht, muss geklebt werden. Unter dem Gerät die Lichtung nochmal. Ja? Ja, ansonsten haben wir hier nochmal hinten das Gerät mit dem Zulauf- und Ablaufschlauch. Allerdings hat er hier kein Aquastopp. So, drinnen alles Edelstahl, Edelstahlwanne. Hier haben wir einen Einfülltrichter für ein Salz. Einen Unterkorb. Dann haben wir hier den Besteckkorb. Und ganz praktisch, der lässt sich auch hier gut einsetzen. Beziehungsweise so rum. Dann haben wir einen Oberkorb. Der ist allerdings, soweit ich sehen kann, auch fest, nicht höhenverstellbar. Aber ansonsten macht es sehr stabilen Eindruck. Lässt sich gut rein und rausrollen. Dann haben wir hier nochmal ein Tapsfach. So, normalerweise, zack. Der geht so rein. Lässt sich so öffnen. Dann haben wir hier den Klarspülerfach zum Einfüllen. Ja, dann schalten wir das Gerät mal ein und gucken uns die Programme an. So, dann kommen wir mal zu dem Display. Hier haben wir die Salzanzeige, Klarspüleranzeige. Hier ist so eine Art Programmablaufanzeige. Ja, hier, wenn der hier an ist, ist es gerade die Anzeige fürs Waschen. Dann eins drunter wäre, wenn er trocknet, und ganz unten ist die Anzeige, wenn er zu Ende ist, ne? Wenn der Strich also ganz unten ist. Dann haben wir eine halbe Beladung, Zeitvorwahltaste und Programmabbrechen-Taste. Dann gibt es diese drei Tasten, könnt ihr auch benutzen für, wenn ihr zum Beispiel hier 3 in 1 Tabs benutzt, einfach 3 Sekunden gedrückt halten. Dann kommt hier ein Zeichen Tab, das heißt dann bitte diese 3 in 1 Tabs oder All in One reinschmeißen, dann weiß er Bescheid, dass ihr All in One habt. Nochmal 3 Sekunden gedrückt halten, ist er weg. Hier gibt es eine Kindersicherung, die Zeitvorwahltaste 3 Sekunden gedrückt halten, dann habt ihr dieses Zeichen, dann lässt er sich sozusagen nicht mehr verstellen, aber die Tür, ja, das ist jetzt auch raus, die Tür lässt er trotzdem öffnen. Ja? Damit ist also nicht bei der Waschmaschine gewährleistet, dass die Tür zu ist. Die Tür kann man trotzdem öffnen. Und wenn ihr ein Programm gewählt habt, ihr möchtet sie unterbrechen, hier einfach 3 Sekunden die Play-Pause-Taste gedrückt halten. Dann ist das Programm abgebrochen und dann pumpt er das Wasser raus und dann könnt ihr ein neues, beziehungsweise dann erstmal wieder auf Aus und dann ein neues Programm starten. Wenn Sie die Wasserhärte schon bestimmt haben, könnt ihr sie auch der Maschine sagen, während der Programmauswahlknopf aus ist. Ja, also der muss auf Aus. Dann halten Sie die Taste Start-Pause gedrückt und drehen Sie den Auswahlknopf um eine Stufe im Uhrzeigersinn und halten Sie die Taste Start-Pause nochmal 3 Sekunden lang gedrückt. Ja, das heißt also drücken, 3 Sekunden im Uhrzeigersinn einmal wechseln. Dann nochmal 3 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen. Dann habt ihr hier das Zeichen. Ja. So, also nochmal, wenn ihr die Wasserhärte einstellen wollt, 3 Sekunden gedrückt halten, dann einmal im Uhrzeigersinn drehen, dann 3 Sekunden später loslassen. Das ist Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und Stufe 5. Und dann könnt ihr
wenn ihr auf Play bzw. auf Abspielen oder auf Pause gedrückt hält, könnt ihr das dann abspeichern, ja, und dann wieder auf Aus. So könnt ihr den Härtegrad nochmal einspeichern. So, dann kommen wir mal zu den Programmen. Hier haben wir einen Eco 50 Grad Programm, geeignet zum Spülen von Geschirr mit normaler Menge. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. 50 Grad, ja, Verschmutzungsgrad, wie gesagt, Mittel. Der hat dann einmal Vorspülen drin, dann den Spülprogramm, dann Trocken. Programmdauer insgesamt sind 205 Minuten, 12,9 Liter Wasserverbrauch und Stromverbrauch 0,937 Kilowattstunde. Dann haben wir das zweite Programm nach rechts, das Intensivprogramm. Das Intensivprogramm ist für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen. Ja, Verschmutzungsgrad ist natürlich sehr stark. Da ist auch einmal Vorspülen, Spülen, Trocknen dabei. Programmdauer 120 Minuten, Wasserverbrauch 17,6 Liter und Stromverbrauch 1,65 Kilowatt. Dann haben wir Programm 3, das ist dieses Clean und Shine 65 Grad. Ja, das ist das Spülprogramm, eignet sich für normale verschmutztes Geschirr. Auch hier ist drin einmal Vorspülen, Spülen, dann Trocknen. Programmdauer ist hier 120 Minuten, Wasserverbrauch 16,2 Liter, Stromverbrauch 1,38 Kilowatt die Stunde. Als letztes haben wir hier ein Mini-Programm 35 Grad für leicht verschmutztes Geschirr geeignet, also leichter Verschmutzungsgrad. Hier gibt es kein Vorspülen und kein Trocknen. Ja, hier spült er nur. Dauer ist insgesamt 30 Minuten, Wasserverbrauch 11,8 Liter und Stromverbrauch sind 0,8 Kilowatt. Ja, das wäre es von mir über dieses Gerät für heute. Ich hoffe, ich konnte euch das Gerät ein bisschen näher bringen. Auf unserem Kanal werden immer wieder Elektrogeräte repariert und vorgestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like dafür. Und wenn ihr unsere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann bitte ein Abo für unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.